Irren endlich alle weg? Honey, Alexander, och, der hat ja so viele Namen, ist ja der Wahnsinn. Er wird sich jetzt nicht großartig ändern. Er wird auch jetzt versuchen, eigentlich sich zurückzuhalten. Da bist du im Dschungel, ja? Du bist ja, du bist Honey, der Held im Erdbeerfeld. Der, also Honey, Honey, der, also wo die Frauen alle, also reihenweise, sich wahrscheinlich im Versace schon die Angestellten, die Schlüpper vom Leib reißen und sich auf den Boden legen. Ja, er sieht das so. Ich verstehe. So, und dann sitzt du mit Gina Lisa nachts zusammen und es passiert nichts. Er ist provokativ, er hat durch seine Nichtsein und wenig Dasein hat er jetzt provokativ, weil er einfach ein bisschen, vielleicht fehlt ihm ein paar Gehirnzellen. Der Typ ist einfach echt unterbelichtet. Will man so einen noch im Team haben? Zu mir hat der Hasi-Blasi gesagt. Das hat ja was zu bedeuten, oder? Ja. Er ist ja immer noch sehr sachlich und er ist ja noch nett zu den anderen. Er ist ja jetzt ja nicht irgendwie noch ein Assi. Mhm. Mhm. Um mal was Positives auch zu sagen, oder? Ich habe doch letztes Jahr mitgemacht bei diesem KISS FM Cup, diesem Fußballturnier, ja. Und da hat mir die Redaktion, mit der ich ganz gut kann, gesagt, du stell dir vor, ein Promi hat gesagt, wegen dir würde sie nicht mitmachen. Ich sag, oh Gott, wie toll, wer war das? Und dann sagt sie, Helena Fürst. Da fühle ich mich schon geehrt, dass Promis Angst davor haben, in meiner Gegenwart irgendwo zu sein. Ich bin halt schön und jung und kann irgendwie was. Und das findet die natürlich schrecklich. Unser Büchner Jens, über den gibt's ein Buch. Nein. Also selbst geschrieben? Pulitzer-Preis verdächtig. Es heißt Jenny und Jens. Und derjenige, der das hier verlegt, hat das hier herausgebracht. Das hier, Jenny und Jens. Und er ist heute auch hier. Ach Ingo, ich glaube, das ist das erfolgloseste Buch der deutschen Literaturgeschichte. Die Protagonisten sind nicht so teuer. Und da kann man ja vielleicht mal ein Buch machen. Muss jetzt keinen so großen Vorschuss zahlen. Es war ein absolutes Desaster. Okay, so soll es denn sein. Sag mal, aber Fleisch isst du? Schon. Okay, dann fangen wir mal. Ja, Gott sei Dank habe ich hier Wasser. So. Ich bin nur anreichen. Und dann noch ein Ei. Noch alles gut bis hier. Aber allein die Kombination aus Matjes und Würstchen dürfte. Aber der Rest ist okay. Und morgen hat sie das Glück, sie ist ja morgen wieder da, ja, das ist morgen aus unserer Abstimmung ausgenommen zu werden. Ja, wahrscheinlich, weil ich die ganze Nacht jetzt durchkotze. Es riecht auf jeden Fall nicht allzu gut. Ja, geht wirklich. Ihr wollt mir jetzt, also ich war jetzt zu lasch, sagt ihr. Das ist weichgespült. Das ist Teamwork. Das ist La Familia. Das ist wirklich La Familia. Hat der Julian denn auch davon getrunken? Ich trinke. Schmeckt scheiße. Ich kotze denn gleich. Ist schon, aber nicht nett. Das ist wirklich nicht nett. Genau, und, ja. Nett ist, und, na gut, da kannst du keine 5 Euro für nehmen. Nett ist Honey. Und wir wünschen euch noch ein wunderschönes Wochenende. Boah. Sehr gut. Gut gemacht. Gut gemacht.